Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich gern mit euch wieder ein paar Fragen beantworten. Und zwar wurde ich gefragt, wie alt ich gerne werden würde. Und ja, wenn euch das interessiert, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Das ist eine interessante Frage und ich musste kurz überlegen, weil... Ja, ich bin jetzt 56 und die Frage, wie alt ich noch werden wollen würde, ist schwierig. Die meisten von uns, glaube ich, würden gerne sehr alt werden, würden gerne wieder jung sein und das Ganze nochmal leben, ihr ganzes Leben. Also ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, würden das gerne so machen. Und ich bin schon mal jemand gewesen, der das überhaupt nicht verstehen kann. Also ich habe überhaupt gar keine Lust, das ganze Leben nochmal zu leben. Auch nicht, wenn ich wüsste, dass ich vieles verändern könnte und vieles besser machen würde auch. Aber die Frage danach, wie alt man gerne sein wollen würde, richtet sich, glaube ich, bei mir und ich glaube auch bei den meisten Menschen danach, wie wir alt werden. Ob wir gesund sind und wie es uns dann auch dabei geht. Ja, weil mit 56 Jahren, die ich ja inzwischen geworden bin, denkt man schon darüber nach, wie es sein wird, wenn man 60 ist, wenn man 70 ist. Zumal ich es liebe, mich mit alten Menschen zu umgeben, mich mit ihnen zu unterhalten, von ihnen zu lernen, von ihnen Erfahrungen zu sammeln, die sie in ihrem Leben so gemacht haben. Und aufgrund dessen sehe ich natürlich auch, wie schlecht es teilweise diesen Menschen aber auch geht. Nicht nur körperlich, aber auch körperlich, sondern auch seelisch, wie sie sich vom Charakter her verändern, wie sie ihr Mindset verändern, wie sie ihre Einstellung zum Leben verändern. Aber ganz besonders natürlich auch die körperlichen Gebrechen. Zum größten Teil können sie sich nicht mehr so gut an kurzzeitige Sachen erinnern. Sie wiederholen viele Dinge, die sie schon mal erzählt haben. Das ist jetzt auch ein ganz typisches Zeichen fürs Altwerden, glaube ich. Und sie verändern auch manchmal ihren Charakter ins Negative, so dass sie vieles sehr pessimistisch erleben, Menschen auch pessimistischer erleben und dementsprechend auch negativ auf sie hinzugehen, skeptischer sind. Manchmal ist es aber auch so, das erlebe ich auch ganz oft, dass sie positiver werden, dass sie kindlicher werden, dass sie freundlicher werden, dass ihr Gemüt einfach rosiger erscheint und dass sie alles leichter nehmen und nicht mehr so auf die Waagschale stellen und dementsprechend ihr Leben auch dann richtig noch genießen können im Alter. Und wenn man das schafft, dann glaube ich, kann man ein glückliches Altwerden erleben. Und dann, wenn ich wüsste, dass das der Fall ist, würde ich es mir auch wünschen, alt zu werden. Aber da wir alle natürlich das nicht voraussehen können und wir, glaube ich, je älter wir werden, und bei mir ist es zumindest der Fall, desto ängstlicher auch werde ich im Hinblick oder im Voraussehen auf meine Gesundheit und habe schon Befürchtungen, dass sich das verändern könnte im Laufe der Jahrzehnte, die man vielleicht noch am Leben ist. Aber da ich ein sehr positiver Mensch bin, glaube ich, dass wir das schaffen können, dass ich das schaffen kann, inshallah, dass ich es hinbekommen werde, egal welches Schicksal auch für mich vorherbestimmt ist und dementsprechend kann ich, glaube ich, ganz frohen Mutes und gut gelaunt in die Zukunft blicken. Trotzdem, wenn man mich fragt, wie alt ich gerne werden wollen würde, dann würde ich die 70, die 75 vielleicht nicht überschreiten wollen. Ja, ich meine, natürlich, das liegt an Allah. Wir können uns das nicht wünschen und können es uns auch nicht aussuchen. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt richtig ist, so darauf zu spekulieren, aber
Ich glaube, 75 ist ein gutes Alter, um zu sagen, okay, ich habe alles erlebt. Ich habe genug Zeit gehabt, mein Leben, in meinem Leben viele Dinge zu schaffen, vieles vielleicht wieder gut zu machen, vieles zu verbessern, was ich im Laufe des Lebens eventuell Schlechtes produziert habe, Menschen um Verzeihung zu bitten, viel Gutes noch erreicht zu haben eventuell und auf eine Zukunft nach dem Tod vorausblicken zu können, die eventuell mit Hoffnung dargestellt wird. Ich glaube, älter als 75 würde ich nicht werden wollen, wenn es denn erlaubt wäre, mir solche Wünsche zu äußern. Ich habe tatsächlich Befürchtungen, dass mit 75 langsam der körperliche Verfall so weit seinen Lauf nimmt, dass es schon sehr schwierig sein wird, das Leben dann danach noch zu bestreiten. Jetzt werden viele, die 75 sind, ich kenne viele Leute, die sind über 80 und sind noch richtig gut da. Sie sehen aus wie 60 und fühlen sich auch wie 60 und sind auch agil und mobil und im Kopf auch richtig gut. Aber trotzdem, ja, ich glaube, mit 75 ist so der Peak erreicht, wo man sagt, das ist, ja, also dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ich alles so weit geregelt habe, dass ich sagen kann, das war schön hier, aber es ist vielleicht Zeit zu gehen. Und viele Menschen werden jetzt sich wahrscheinlich an den Kopf fassen und sagen, oh mein Gott, das ist viel zu früh, gerade im Hinblick auf ja, die Generationen, die heute sehr alt werden und auch sehr glücklich und sehr gesund sehr alt werden. Aber ich denke, 75 ist ein gutes Alter, um zu sagen, okay, das war's, ja. Und wenn man bedenkt, dass ich jetzt 56 bin, dann kann man sich ausrechnen, dass das gar nicht mehr so lange hin ist. Aber natürlich weiß nur Allah, wann wir gehen und was er für uns vorbestimmt hat, weiß keiner. Aber ja, es soll ja darum gehen heute, was ich mir so denke, wie alt ich gerne werden würde und warum. Einfach, weil ich glaube, dass mit 75 ja der Körper langsam tatsächlich sagt, ich kann nicht mehr und so viel Gebrechen eventuell zeigt, dass man, dass es einem nicht mehr so leicht fällt, morgens aufzustehen, vielleicht sich selbst zu versorgen. Das ist überhaupt die größte Befürchtung, die man natürlich hat, ja, sich nicht mehr selbst versorgen zu können, nicht mehr selbst am Leben teilhaben zu können, ohne fremde Hilfe. Das ist das, was ich auf gar keinen Fall möchte. Wer möchte das schon? Ja, keiner, glaube ich. Ich glaube, das ist die größte Angst der meisten Menschen, dass man von anderen abhängig ist, ja, und dass man eventuell auch niemanden mehr hat, der das macht und der das überhaupt machen möchte. Und selbst wenn man Menschen hat, die das machen, möchte man es ihnen ja auch nicht zumuten, weil es eben doch sehr, sehr schwer ist, sich um alte Menschen zu kümmern. Und ich bewundere das wirklich sehr, die so einen Beruf auch ausüben. Ich kenne viele, die diesen Beruf machen und das ist einfach nur bewunderungswürdig. Und sie machen es auch mit viel Elan und mit viel Lust und Liebe. Das ist einfach nur bewundernswert. Ja, ob man Kinder versorgt und das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, als wenn man es bei Erwachsenen und Älteren macht. Wirklich meine größte Bewunderung für Altenpflege und Altenpflegehelfer. Das ist einfach und für Ärzte natürlich sowieso. Das ist sind wunderschöne Berufe, die die größte Bewunderung von uns allen verdienen, ja. Und es wird so wenig auch respektiert und so wenig angesehen, diese Berufe. Sehr schade finde ich, dass alte Leute können uns Jungen so viel mitgeben und so viel erzählen von ihrem Leben und von dem, was sie erlebt haben. Da könnten wir viel mehr auch von profitieren, wenn wir das zulassen würden und im Gegenzug auch gerne helfen, wenn ältere Leute mal das eine oder andere nicht mehr können. Aber für mich ist das schon etwas,
was ich so ein bisschen mit Befürchtungen sehe, dass mich jemand versorgen muss, wenn ich alt bin. Und allein schon, dass man nicht mehr kochen kann, dass man vielleicht auch nicht mehr alleine sich anziehen kann, dass man vielleicht nicht mehr gehen kann oder so. Das sind alles Dinge, die natürlich auf uns alle zutreffen, zukommen vielleicht, schon mal zugekommen sind. Wir alle haben es wahrscheinlich schon mal erlebt, wenn man krank war, dass man auf Hilfe von Fremden oder anderen oder Verwandten oder Freunden oder wem auch immer angewiesen ist. Und ich habe das auch erlebt. Das ist etwas, was ich niemals vergessen werde. Und das ist schon nicht einfach, ja. Ich wünsche es niemandem, ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben, dass wir alle, dass alleine, dass man sich, dass ihr euch, dass wir uns alle alleine versorgen können. Aber, und ich wünsche natürlich auch vielen Menschen, die sich schon in diesem Alter befinden, dass sie gesund bleiben und dass sie ein fröhliches und erfülltes Leben noch haben. Aber ja, also ich denke mal so 75 wäre so angedacht. Ne? Da kann man, glaube ich, noch ganz gut sagen, okay, da steht die Chance noch ganz gut, dass man das alles noch alleine machen kann. Aber natürlich, ich bin mit dem zufrieden, was mein Schicksal, was der liebe Gott für mich vorgesehen hat. Und ich möchte hier nicht groß reden und möchte auch nichts vorausnehmen. Und ja, aber das, ja. Wie gesagt, das ist nicht so, dass ich so an diesem Leben jetzt festklammere, weil wir eben sehr gläubig sind. Wir sind Muslime, wir glauben an ein Leben danach. Wir glauben, dass das hier alles nur eine Prüfung ist, eine Fahrt ins Paradies oder vielleicht auch in die Hölle. Wir wissen es nicht, ich hoffe nicht. Und dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu beweisen und viele gute Dinge zu tun, um uns später für das spätere Leben sozusagen zu bewähren. Und wenn man gläubig ist und wenn man ein Ziel hat und weiß, wo es vielleicht auch nach dem Tod hingehen kann, könnte, inshallah, dann hat man wahrscheinlich auch eine andere Einstellung zu der ganzen Sache. Und ja, ich hoffe, dass ich auf dieser Welt das sozusagen schaffe und die ganzen Prüfungen und Herausforderungen schaffe. Und ja, das ist so mein Wort und meine Antwort auf die Frage, wie alt ich denn gerne werden würde. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr euch für dieses Thema interessiert habt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt positiv. Bis dann. Tschüss.